Seit 10 Jahren ist Rheinach im Besitz vom sogenannten UNICEF-Label «Kinderfreundliche Gemeinde» und zwar als eine der ersten Gemeinden überhaupt. Grund genug für ein grosses Jubiläumsfest, das am Freitag und Samstag, 9. und 10. September im Ortszentrum wird stattfinden. Und zwar mit diversen Attraktionen wie Konzert oder eine veritable Festmeile. Und auf dem Gemeindeplatz steht ein grosses Festzelt. Bierstadt TV Rheinach wird den Anlass bewusst zusammen mit Kindern begleiten, die aktiv werden Interviews führen und Kamera bedienen. Eine erste Redaktionssitzung mit den Kindern hat bereits stattgefunden. Sie sind sehr motiviert, werden dann den eigentlichen Anlassbericht gestalten und stellen sich gerade selber vor. Ich bin Len, ich bin 11 Jahre alt und gehe im Sumat zur Schule. Ich gehe in die 6. Klasse. Als Hobbys mache ich Judo oder gehe im Meer einen Korallenriff mit so einer Taucherflasche tauchen. In Rheinach finde ich es sehr schön, weil es hat wenig Verkehr hat. Der Wald ist auch sehr nahe dort, wo ich wohne. Es ist eigentlich auch noch ein bisschen naturbelassener als in der Stadt. Meine Mama will zwar zurück in die Stadt, aber ich, mein Bruder und mein Papa wollen nicht in die Stadt. Ich heiße Larissa, ich bin 13 Jahre alt und gehe ins Bach-Martin-Schule. Ich schaue gerne hinter die Kamera, weil mich das Wunder nimmt, was die Kameramänner und Frauen so machen. Und an Rheinach finde ich sehr toll die vielen Spielplätze. Ich heiße Melissa und bin 11 Jahre alt. Mein Hobby ist Hip-Hop-Tanzen. Hip-Hop macht mir sehr Spass. Ich gehe ins 4. und meine Lehrerin heisst Tanja Vogt. Sie ist eine sehr tolle Lehrerin. Ich gehe in 6b und 6b ist eine sehr tolle Klasse. Ich finde es sehr toll, in Rheinach zu wohnen, aber ich fände es noch toller, wenn es eine Freizeithalle gäbe. Es gibt zwar schon das Palais Noir und das Saturday Spot, aber ich fände es trotzdem noch toller. Es ist mir eine Ehre, dass mir das Regio TV-Team aufgenommen hat. Und ich liebe einfach solche Projekte. Ich heiße Anna Milovanovic, ich bin 12 Jahre alt. Ich gehe ins Bischen Schulhaus in die Klasse 6b. Ich komme aus Serbien und ich bin sehr toll, in Rheinach als Kind zu leben. Bierstadt TV Rheinach wird in der Sendung, die ab dem Montag, 12. September läuft, ausführlich über das Jubiläumsfest berichten. Dieser Bericht ist dann massgeblich von Kindern gestaltet.